Oh je, müssen wir uns schon wieder Sorgen machen beim DAX, denn der aktuelle Verlauf ist ja gar nicht so schön, wie wir uns das gestern erträumt hatten, nachdem der Kurs so schön nach oben geschossen war. Gab es heute dann doch eher eine Abwärtsbewegung, die noch nicht wirklich in Dramamodus verführt. Aus meiner Sicht zumindest mal ist das noch nicht so schlimm, was wir da sehen. Gucken wir es uns mal an, hier im Stundenchart beispielsweise. Nur einfach, dass man sich das mal so vor Augen hält. Die Bewegung, die wir hier hatten als Rücksetzer, das war völlig falsch gezeichnet. Diesen wollte ich drücken hier. Das war. Und selbst das kriege ich nicht hin. Also nochmal von da nach hier runter. Ich mache es gleich groß, dass ihr die Werte lesen könnt. Und dann das hier. Dann seht ihr, das ist so halbwegs eine Größe. Also das war hier das Hoch 18. 11 Uhr, 19. 9 Uhr. Dieser Bewegungsverlauf, das ist hier ungefähr gleich groß. Ungefähr gleich groß heißt in dem Fall nicht, dass es genau pünktlich ist. Aber ich sage mal, wenn es dann hier noch drunter geht, dann würde man sagen, naja, ist das wirklich noch das Gleiche? Aber wenn es so plus minus 100% ist, dann würde man sagen, ja, das gehört noch irgendwie zusammen. Also das und das ist ungefähr gleich groß. Noch dazu haben wir ja noch eine überlappungsfreie Situation. Wir haben das Hoch vom 18. Juni bei ungefähr 13.060, ein bisschen drunter war es, paar 50, noch nicht durchstoßen. Und solange das nicht passiert, sind wir ja sogar auch auf dem Weg nach oben noch überlappungsfrei. Also insofern, selbst so eine Bewegung ist ja erstmal noch kein Drama. Also insofern, so eine Erholungsphase, die wir jetzt hier haben, diese Abwärtsbewegung, ob man sie toll findet oder nicht, ist noch nicht der Garaus für den bullischen Markt. Wir haben also noch nach wie vor die Chance, dass der Kurs nach oben geht. Zumindest mal noch ein Teil. Für wie lang, das werden wir noch mal gucken müssen, aber für einen Teil vorläufig schon. Und immer dran denken, solange wir überlappungsfrei unterwegs sind, ist ja noch alles einigermaßen ajour. So, jetzt gucken wir mal, was die Amerikaner machen, denn da ist es ja auch noch mal eine ganz spannende Situation. Und ihr seht, ich habe hier so eine Zeichnung, das ist jetzt hier im 4-Stunden-Chart. So ganz grob, Schub hoch, ABC runter, Zielzone ist hier und die liegt eben nur mal bei 32.300 plus minus so in etwa. Ja, es kann ein bisschen höher, kann ein bisschen tiefer. Also das jetzt nicht wortwörtlich und millimetergenau nehmen, aber es geht darum, dass das, was wir da haben, nach der Pause hier nochmal passiert und dann wird entschieden innerhalb dieses Quadrats. Denkt dran, 32.300 plus minus, sagen wir mal 150 Punkte. Da wird dann entschieden, ob der Kurs doch das macht oder ob er den Fortschritt nach oben macht. Beim DAX, Entschuldigung, beim Dow Jones finde ich das eigentlich noch ganz hübsch, auch für die Aufwärtsseite. Aber nicht zu optimistisch sein, denn noch ist das, was wir hier haben, bis dahin locker auch nur eine ABC mit Fortsetzung nach unten. Also hier wird es entschieden, ob der Kurs jetzt wackelig hier runterkommt oder entsprechend nicht. So, und das können wir uns mal angucken. Was haben wir denn jetzt hier im Intraday-Chart? 15 Minuten oder gehen wir ruhig auf 5 Minuten? Wir sind ja interessiert, was heute Nachmittag passiert. Diese Bewegung hier jetzt abwärts, immerhin, das war eine Gegenbewegung, hier war eine Gegenbewegung, die sind überschneidend. Also ich würde vorläufig eher sagen, dass diese Abwärtsbewegung korrektiv ist. Wenn sie korrektiv ist, ist sie gegen den Trend, der ist offensichtlich nach oben. Das heißt, es würde auch der kurzfristige Chart dafür sprechen, ah, lass uns noch mal ein bisschen nach oben gehen. Und für die ganz kurzfristigen, die jetzt das zeitnah mit angucken, sowas ist doch super, wenn der dann wackelig runterkommt, klasse. Dann wären das doch Einstiege. Also ich muss sagen, mir gefällt das. Also klar, es gibt noch schönere Verhaltensmuster, aber ich würde sagen, das, was wir hier jetzt im Moment sehen, ist alles erstmal nicht im Drama-Modus. Im Gegenteil, das sind alles tolle und schöne Verhaltensmuster auf dem Weg nach oben. Auch hier diese, naja, Überlappungsfreiheit. Also zumindest mal kann man nicht sagen, dass sie ernsthaft überschnitten haben hier. Insofern sind die Voraussetzungen auch beim Dow Jones für etwas steigende Kurse, wie ich es genannt hatte, eben auf jeden Fall nicht schlecht. Das ist auch beim S&P nicht großartig anders. Auch da haben wir noch die Zielzone. Ich habe es ja mehrmals schon erwähnt, ungefähr bei 4040 plus minus auch dort. Was ist denn so ein Minus ungefähr? Naja, vielleicht sind es auch nur 4000, aber ich denke schon höher als das. Und vielleicht wird es auch 4100. Da innerhalb dieser Range, da wird entschieden, ob der Kurs dort steil runter und wackelig hochgeht. Dann wisst ihr, dass ihr im Kurzen auch mal wieder einen Short Trade machen könnt. Oder ob es wackelig runterkommt, dann wisst ihr, solange es runter nur wackelig ist, wie ich es eben beim Dow ja gesagt hatte, dann ist die Fortsetzung nach oben einfach die wahrscheinlichere, die typischere, die klassischere und die, die man dann
wahrscheinlich besser umsetzen kann. Also keine so schlechten Voraussetzungen vorläufig, aber bevor der Langzeitbulle bei euch durchbrennt, denkt daran, wir haben hier noch eine wichtige Marke. Bis dahin sind Anstiege immer noch auch ohne weiteres nur ein Korrektivmuster, nämlich im Sinne einer A, einer B, einer C und entsprechend anschließend die Abwärtsrichtung mit Trigger hier. Oder aber alternativ, wenn wir hier im Kleinen dann Schub runter wackelig hoch bekommen ab der Marke. Das ist nicht maßstabsgemäß, das müsste höher sein. Also die Marke habe ich ja da oben genannt eben gerade. Also insofern das Bild vorläufig nochmal vorteilhaft. Jetzt haben wir hier den Nasdaq. Der ist schon in dieser Zone drin. Er läuft ja einigermaßen gut, aber ihr seht auch schon, was mein Problem ist. Diese Aufwärtsbewegung, das, was wir hier haben, das, was wir hier haben, das, was wir hier... Das ist alles die gleiche Aufwärtsbewegung vom 15. Juni. Die sieht korrektiv aus. Das sieht nicht gut aus. Mit so Gegenbewegungen, die dauernd so überschneiden. Auch das ist halbwegs dreiwellig, sieht das aus. Irgendwie, ich habe den Eindruck, ich mag völlig falsch liegen, ich habe den Eindruck, dass das noch nicht volle Überzeugungskraft ist. Jetzt wissen wir, heute Abend kommt nochmal Tesla mit Zahlen. Tesla ist ja nicht unbedingt niemand im Index. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass das, was nachbörslich heute passiert, da nochmal deutlich einwirkt. Möglicherweise beendet das zumindest mal beim Techie-Markt hier beim Nasdaq den Aufwärtstrend. Also vorläufig würde ich jetzt die Aufwärtsseite, also was spricht gegen Aufwärts? Gibt es hier irgendeinen Grund? Auch das ist eher korrektiver Natur. Wenn ich mir das angucke, das sieht so ähnlich aus wie hier in eine Stufe größer, Fortsetzung nach oben. Wenn das nachher nochmal so ein bisschen in der Richtung passiert, ja, dann nochmal eine Fortsetzung nach oben. Das ist also No-Brainer, wie man so schön sagt. Nur, wenn der Markt früher oder später mal einen Schub nach unten macht, so ähnlich wie hier, und dann vor allen Dingen wackelig hochgeht, so ähnlich wie da, und triggert, das hat er hier nicht gemacht, dann wird es haarig, dann ist nämlich schnell die Abwärtsseite nochmal dran und dann wird sich nämlich zeigen, ob dieser Bereich, das ist hier in etwa, falls ihr das nicht gut erkennen könnt, also wir sind schon drin, bei 12.340 in etwa bis 12.545 so in etwa, kann immer ein bisschen drüber und runter, es geht nicht jetzt Millimeterarbeit. Wir sind hier nicht bei den Chirurgen, es geht darum, dass wir in etwa dort so typische symmetrische Verhältnisse hätten. Das heißt, da wird dann entschieden, ob die Marktteilnehmer wirklich Lust hier drauf haben. Ja, vielleicht mit den Zahlen, wenn die heute besonders positiv ausfallen, werden die Leute positiv drauf reagieren. Und das würde dann ganz neue Sphären dann wieder aufmachen. Die Chancen sind da nicht so schlecht. Ihr seht also, obwohl ich ein Chart-Techniker bin, also meine Handelsentscheidung vom Chart abhängig mache, es sind natürlich die fundamentalen Daten, die die Impulse geben. Aber die Frage ist, werden sie gut aufgenommen von den Marktteilnehmern oder nicht? Und das kann ich raten. Das kann ich durch meine unendliche Expertise versuchen, ob die das so oder so machen. Oder ich gucke einfach, wie verhalten sie sich denn gerade? Sind sie im Angstmodus oder nicht? Denn wir wissen, wenn Menschen im Angstmodus sind oder im Zögermodus oder im Euphoriemodus, dann reagieren sie so, so oder so. Deshalb das der Hinweis dazu. Also vorläufig alles erst nochmal auf Bullish. Nasdaq am schlechtesten positioniert von allen, am kritischsten. Aber auch hier gilt ja noch die Chance, das ist ja nicht unmöglich, wenn ich sie hier auch aufgrund dieser Struktur am schlechtesten finde. Achtet also unbedingt darauf, ob irgendwann das passiert. Und wenn nicht da, dann vielleicht zu einem etwas späteren Zeitpunkt. Soweit also meine Analyse zu den Indizes. Alles andere, das kommt an extra Stelle, kriegt ihr extra Beiträge im Born for Trading natürlich genannt, wo wir dann vielleicht auch Tesla nochmal uns genauer angucken und so weiter. Das also als zusätzliche Informationen. Jetzt im Moment erstmal zu den Indizes am Nachmittag. In diesem Sinne euch alles Gute und ganz liebe Grüße.